So, herzlich willkommen am Nachmittag hier auf dem Kanal von Fit for Finanzen. Genau, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das etwas anders klingt, weil über die ganzen letzten Monate hinweg der Kanal A. Bernegger hieß und das war ja quasi ein kleiner Tippfehler, wenn man so will. Und eigentlich soll er ja nur Bernegger heißen oder eben Fit for Finanzen. Das klingt auch gut, ja. Ich habe den Markus Klebe schon vorbereitet, also nicht ihn als Person, sondern das Format Opening Bell von JFD. Und ich höre, es geht schon gleich JFD, los und da schalten just wir mal fair and direct. live rein. So, es ist recht stürmisches Wetter draußen. Mal gucken, ob heute gegebenenfalls auch der Sturm an der Wall Street einsetzt. Wir sehen zumindest ganz leicht fallende Kurse. Wir haben es heute den 7.04.2021, der Livestream US Opening Bell mit dem Blick auf die bevorstehende US-Markteröffnung. Heute nur ganz kurz, denn eigentlich startet gleichzeitig jetzt schon das Devisenradar-Webinar, wo ich mich dann der Commodity- und Währungsmärkte widmen werde. Somit werden wir jetzt in den nächsten Minuten hier auf Dow Jones, S&P und Nasdaq schauen. Die anderen Währungen bzw. wie gesagt Assets werden wir dann im Devisenradar beleuchten. Wir schauen ganz kurz erstmal auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achte bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, was ich an Setups formuliere, gegebenenfalls Vortrader definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und damit gehen wir ganz kurz auf die News. Seite, richten den Blick nach rechts. Dort steht das für Mittwoch heute 20 Uhr FOMC-Protokoll könnte ein wenig zu Action führen. Wir sehen zwar aktuell leichte Abgaben, aber die Volatilität lässt da ein wenig zu wünschen übrig. Gestern war ebenfalls nicht so wirklich richtig Action. Da fehlte noch so ein bisschen was und durchaus setzt es vielleicht heute ein. Vielleicht auch heute erst um 20 Uhr mit diesem FOMC-Protokoll. Somit sollte man das im Hinterkopf behalten. Das ist aber auch so das Einzige, was für den heutigen Tag nennenswert in meinen Augen für die Indizes kommen sollte. Morgen dann nochmal eine Rede von Jerome Powell und wir werden auch nochmal die EZB-Accounts diese Woche bekommen. Ich glaube auch morgen, aber auch diese sind nicht ganz so wichtig. Somit heute 20 Uhr der Blick. 15 Uhr heute auch gleich, jetzt eigentlich schon gleichzeitig startend. Nun kann ich nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Somit beeilen wir uns jetzt hier mit der US Opening Bell und dann geht es direkt weiter im JFD-Devisenradar. Das lesen wir links im Kalender und nun ist auch die US Opening Bell angepasst und passt jetzt auch mit 15 Uhr. So, gehen wir ganz kurz auf die Headlines, beziehungsweise auf die Headlines gar nicht mal nennenswert, denn da gibt es wie heute Morgen auch schon nicht so viel. Der Ton von Markus scheint nicht mehr da zu sein. Also, ich hoffe, dass es nicht bei mir liegt. Ich werde mal hier das eingeben bei Markus selbst, ob er vielleicht ein Tonproblem hat. Wir werden es sehen. Wir werden es gleich herausbekommen. Nein, scheinbar nicht. Warum auch immer der Ton von Markus jetzt weg ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir stellen muss und auch möchte. Und hallo Elgato, dass du auch hier bist. Elkativo wollte ich, Elgato, habe ich Elgato gesagt?
die machen doch das Stream Deck. Und ich schaue nochmal in den Kanal von YouTube rein. Nicht, dass hier der Stream von Markus zusammengebrochen ist. Das wäre natürlich nicht schön. Da steht, dort sind wir zumindest durch diese Trendlinie, die wir heute Morgen so ein bisschen für uns mal gezeichnet hatten, durchgelaufen, haben damit so die ersten ganz vorsichtigen Short, Alarmzeichen darf man es, glaube ich, gar nicht nennen. Wir sind einfach so leicht, minimal konsolidierend. Und wenn wir hier mal auf den DAX schauen, ist der jetzt zwar auch durch diesen Triggerbereich durchgelaufen. Wir hatten aber auch hier gesagt heute Morgen schon, hey, so richtig Action kommt ja nicht auf. Schleicht sich quasi hier irgendwie so ein bisschen nach unten, so richtig Action kommt da nicht auf. Durchaus denkbar, dass wir eben natürlich trotzdem in den Zielbereich reinkommen, aber das spricht nicht alles, zumindest für aggressive Bewegungen auf der Unterseite. Und da werden wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also der ein oder andere, der jetzt hier short ist, der dann eben heute Morgen auch diesen Short-Gedanken vielleicht aufgenommen hat, den hatten wir besprochen per Trigger hier oben, der ist jetzt natürlich recht gut mit dabei. Ich meine, dieser Trigger kam im Bereich um die Marke so 230, 235, jetzt sind wir im Bereich um die Marke 165, das sind ja dann zumindest schon mal 70 Punkte auf der Unterseite, also wirklich, zumindest für die aktuelle Volatilität wäre das jetzt gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, nochmal rückblickend jetzt auf unseren lieben S&P, sind wir zumindest auch erstmal vorsichtig abwärts tendierend. Für den heutigen Tag, so als wichtiger Punkt, würde ich durchaus mich mit diesem Tief hier beschäftigen wollen, welches quasi am gestrigen Tage ausgebaut worden ist. Das ist so das letzte markante Tief. Wir sind danach sogar nochmal auf die Hochs aufgelaufen und ne, wenn wir das hier nochmal direkt im Chart einzeichnen, wir sind hier quasi ja dann nochmal auf diese Hochs gelaufen hier oben. Das Kreuz so, machen wir das mal so. Sind hier nochmal im Prinzip, haben neue Hochs ausgebaut und jetzt wird es halt spannend, ob wir entsprechend vor diesem, zeichne ich nochmal ein, vor diesem Tief hier unten, ja, wieder anfangen zu drehen oder nur kurz drunter gehen und dann wieder die Aufwärtsseite annehmen oder ob wir wirklich hier nachhaltig drunter gehen können. Ich würde auf diesen Bereich jetzt erstmal, das ist so die 60 Pi mal Daumen, den würde ich jetzt auch mal so ein bisschen mehr auf die Watchlist packen und eben überlegen, okay, wenn wir dorthin kommen, vielleicht sogar vorbörslich noch 23 Minuten haben wir es noch, kann sein, dass die Stärke, die wir aktuell haben, die Euphorie, die wir aktuell haben, natürlich auch am heutigen Tage weiter fortgesetzt wird. Und dann wäre es gegebenenfalls, und ich zeichne mal diesen Bereich auch so ein bisschen als richtungsentscheidend ein, dann wäre diese Area hier unten quasi auch ein Bereich, Moment, so dick sollte der nicht unbedingt sein, ne, mal ein bisschen kleiner machen. So, diese Area hier unten wäre dann für mich so ein bisschen richtungsentscheidend für den heutigen Tag. Bedeutet, alles was da drüber ist long, diese Trendlinie hier, die wir heute Morgen so ein bisschen für die DAX-Gedanken eingezeichnet haben, die können wir rausnehmen, die war nur heute Morgen interessant und war auch nicht so kriegsentscheidend. Und dieser Bereich ist für mich heute wichtig, bedeutet, und das können wir auch einzeichnen, wenn wir dort quasi drüber bleiben, dann ist der Fokus eher auf der Long-Seite zu betrachten, beziehungsweise sogar ein Test, ein entsprechendes Long-Signal. Und sollten wir allerdings da drunter laufen und auch wirklich hier, er kann kurz drunter laufen, der Markt, wenn er dann gleich wieder anzieht, wäre es kein Short-Signal, wenn wir da drunter nachhaltig laufen. Wäre es auch der Gedanke, vielleicht sogar die Short-Seite mal so ein Stück weit einzugehen. Und da schauen wir auch gerne mal auf unseren lieben Dow Jones. Hier hatten wir uns gestern Gedanken gemacht und diese Gedanken des gestrigen Tages können wir für den heutigen Tag auch so ein bisschen aufnehmen. Denn gestern ist eigentlich gar nichts so Großartiges passiert. Ne? Hier ist der Gedanke und wenn man so sich den 4,25er Bereich, das war so gestern diese untere Grenze, wenn man sich den anschaut, also das gab es gestern schon, mit dem Einzeichnen, dann sind wir am Nachmittag mit der Kernhandelszeit oder zum Abend reingelaufen. Die Nachtsession war komplett erstmal unterstützt in diesem Bereich, welchen wir uns dort gestern zurechtgelegt haben. Gleichzeitig der Schlusskursbereich war diese Area. Und jetzt sind wir eben vorbörslich da durchgelaufen. Somit haben wir auch hier ganz, ganz vorsichtig betrachtet, erstmal schon so leichte rote Vorzeichen für mich persönlich, was da eben auch dafür spricht, wenn wir da eben vielleicht im S&P oder auch hier im Dow Jones eben entsprechend Short-Trigger bekämen, wäre es denkbar, dass wir heute zumindest weiter, auch ähnlich so ein bisschen wie der DAX, zumindest hier in diese alten Hochbereiche um die Marke 250 konsolidieren können. Das war ja auch gestern so ein Bereich, nachdem wir dann hier durch diese Area durch sind, wäre das so der nächste Bereich. Und da wir heute dann ja scheinbar ein bisschen tiefer eröffnen, kann man natürlich die Ziele auf der Südseite auch durchaus etwas ausgeprägter wählen. So, Nordseite aber auch sehr schnell wieder kommend. Ja, wir können hier gerne, das hatten wir heute Morgen schon mal gezeichnet, das geht ja jetzt bei mir, wenn ich Trendlinien einzeichne, ja, dann ist das ja immer nicht so in Stein gemeißelt. Trendlinien sind für mich ja nur visuelle Linien, die mir so ein bisschen signalisieren, okay, wenn wir da über gewisse Bereiche laufen, dann wäre zumindest der Trend
erstmal, der jetzt abwärts läuft, im kleineren Bilde wieder gebrochen. Und da wir jetzt auch den Schlusskursbereich 22 Uhr in dieser Area haben, wäre es hier halt der Gedanke, wenn wir über die 22 Uhr Schlussglocke des gestrigen Tages laufen, wenn wir diese Trendlinie nach oben durchschreiten, dass spätestens ab hier dann die Aufwärtsseite wieder intakt ist und eben auch Long Trades durchaus möglich wären. Was sogar bedeutet, und vielleicht zeichnen wir diese Trendlinie hier auch nochmal händisch ein, ja, ein bisschen vorsichtig machen, wie gesagt, das ist jetzt nicht so zwingend in Stein gemeißelt, dennoch möchte ich hier mal kurz einen Pfeil einzeichnen, weil es wäre schon durchaus dann auch für diejenigen, die long gehen wollen, durchaus auch wieder ein Gedanke hier oben mit dem Break einer solchen Trendlinie, beziehungsweise vielleicht in diesem Fall mit der konservativeren Methode, welche bedeutet, wir gehen drüber hinweg, testen diesen Bereich und dann würde man entsprechend hier den Long Trigger nehmen, den Nordweg wählen und entsprechend die Long-Seite einnehmen. Also das wäre so der Long-Gedanke hier für den Dow Jones am heutigen Tage, beziehungsweise hier drunter jetzt gerne der Test zum Beispiel des 22-Uhr-Schlusskurses wäre gegebenenfalls aus aktueller Sicht, wenn wir jetzt so eröffnen, wie wir gerade jetzt hier aktuell laufen, leicht nochmal nach oben kommend und dann diese Area hier unterhalb der Trendlinie wäre erstmal für mich auch die Idee, dass es hier auf der Unterseite sich so ein bisschen entwickeln könnte und wir damit mit leichten, minimalen Erholungen vielleicht hier dann doch heute mal einen Short-Trigger bekommen. Aber dazu muss es kommen. Ja, dafür muss der Markt hier drehen, dafür muss er mir einen Trigger geben und wenn wir drüber laufen nach oben über die Trendlinie, dann ist die Short-Seite erstmal wieder schnell ad acta zu legen. Das ist ja der wichtigste Punkt. So, der Diskurs, ich lese mal kurz, was ihr schreibt. So, der Diskurs, genau, also da sind wir dabei, dass wir einen Chart zeigen, wo entsprechend der Markt dann auch drinsteht, das wird passieren, das kommt zeitnah, also hier weiß ich, was ihr meint und es kommt zeitnah eben auch die Beschreibung, dass es richtig fett drinsteht, um welchen Markt es sich hier handelt. Oder was meinst du für einen Ticker, ohne Ticker, also du meinst sicherlich der Diskurs, welcher Markt, über welchen Markt wir gerade sprechen, sicherlich, ne? Ah ja, genau, also genau, mal so ist es normalerweise. Gut, also, ich wünsche euch erstmal gut Trades, Megatrading für den heutigen Tag. Kommt gerne ins Devisenradar rein, um dort jetzt mit mir auf die Devisen- und Rohstoffmärkte zu schauen. In diesem Sinne heute eine etwas kürzere US-Opening-Bell. Fundamental gibt es für mich für die Märkte heute nichts Nennenswertes. Charttechnisch haben wir es jetzt in den Indizes zumindest grob ausgewertet, was für mich interessant ist. Und jetzt gehen wir auf Euro, US-Dollar, aufs britische Pfund, aufs Gold, aufs Silber, auf WTI, auf den japanischen Yen und so weiter und schauen uns das Ganze dort im Devisenradar an. Bis gleich, bis morgen, wenn wir uns nur hier im Livestream hören. Euer Markus Klebe, bye bye und ciao, tschüss. JFT, just fair and direct. Habe ich schon wieder den Ton nicht angehabt? Wirklich, wirklich, wirklich. Das sind die Anlaufschwierigkeiten, die ich hier noch mitbringe, die aber demnächst, denke ich mal, behoben sein dürften. Also, verzeih noch einmal keinen Ton. Ich hatte gesprochen von dem DAX, der DAX und von mir, dass ich im Bild bin mit dem DAX zusammen. Das ist doch mal was. Und zwar geht es hier darum, dass wir in das Gap hineingelaufen sind und dass wir dann signaltechnisch auch bis zur Gap-Unterkante jetzt fallen dürften bis zur 15.100, 110. Vielleicht, das war das Hoch, was wir gesehen hatten am
Donnerstag noch vor Ostern, danach der gestrige Handelstag so ein Stück weit mit neuen Hochs und einer kleinen Konsolidierung. Jetzt taucht das Ganze etwas ab. Also das wäre das, was ich hier unterstellen würde für den Markt. Und ich schaue gerade noch nach anderen Signalen. Und wer gerade hier ist, der Chris ist hier. Alles super. Der Hypernap ist hier. Vielen Dank. Gerne kann ich nur zurückgeben für deine Teilnahme hier. Und zwei Fragen vom Detlef. Reiche hereingereicht. Ein kleines Wortspiel. Aber nur zwei. Weil Zeit ist Geld. Nein, Spaß beiseite. Wir schauen uns auch noch die Wall Street an, wie sie eröffnet. Vielleicht nehmen wir auch noch einen kleinen Stream auf für TradingView. Das wäre auch noch eine coole Sache. Und wir wollen auf alle Fälle auch aufnehmen für die LSX. Hier ein kleines Video, was wir immer am Nachmittag aufgenommen haben. Und das dann ohne den Rahmen. Da schaue ich erst einmal, dass ich das Intro nochmal mit einbinde. Und hier bei der Sache bleibt das Intro. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Wahrscheinlich noch niemand. Das ist ganz neu, ganz taufrisch. Ich werde es mal kurz ab. Ziemlich cool, oder? Finde ich. Ich glaube, ich würde hier auch nochmal bei dem Intro schauen, ob das die richtige Datei ist. Ich habe nämlich noch eine mit Disclaimer hier. Die werde ich. Genau. Finde ich schnittig. Hat auf alle Fälle was. Und genau die werde ich jetzt verwenden, um über eine Aktie zu sprechen. Und zwar über die Twitter-Aktie. Und neben der Twitter-Aktie schauen wir natürlich auch auf die Webseite der LSX und welche Werte hier besonders stark oder besonders schwach waren. Jetzt kommen nämlich die Autowerte so ein kleines Stück zurück. Volkswagen. Und heute Morgen hatten wir über eine Aktie gesprochen. Ein Penny-Stock, ein Hot-Stock. Auch den wollen wir noch einmal beleuchten. Also mache ich mich hier kurzzeitig bereit, dass die Aufzeichnung hier starten kann. Und da sieht der Monitor nämlich gänzlich anders aus. Ich schalte den mal zu. Der sieht nämlich dann so aus mit Unterstrichen, also quasi mit einem Counter. Nein, das ist kein Counter, das ist ein Ticker. Jetzt muss ich noch den Bildschirm so ein bisschen so justieren, dass wir hier nicht auf beiden Seiten kuriose Sachen sehen. So. Müsste das Ganze aussehen. Vielleicht die Leseleiste noch wegmachen. Lesezeichenleiste ausblenden. Jawohl, das sieht doch noch schicker aus. Genau, so könnten wir starten. Das wäre doch mal was. Und bei der Webcam muss ich, glaube ich, auch noch meinen Rahmen entfernen. Dann ist es rund und anstatt des Rahmens vielleicht auch noch den Tickertext. Wo ist der Tickertext? Den holen wir uns noch einmal von hierher und der heißt Laufband. Den kopieren wir uns hier hinein. Mal sehen, ob das funktioniert. Hinzufügen, einfügen als Referenz. Nein, das funktioniert nicht. Als, da müssen wir noch was anderes einfügen und zwar, ich glaube, dann hatte ich noch den Hintergrund. Jetzt ist der Ticker weg. Und den dann in den Vordergrund ganz nach oben und den Rahmen wegmachen. Noch wunderbar. So sieht es doch rund aus. Wunderbar. Also, das Ganze ist, wie du siehst, hier mit ein bisschen Anstrengung verbunden. Das ist auch ganz normal und wir schauen uns gerne an, was der Detlef gefragt hat. Welche Konditionen gibt es bei JFD im CFD-Aktienhandel? Das ist eine Frage, die die Homepage quasi schon klärt. Ich kann nur ganz salopp sagen, sehr geringe Konditionen. Also die Aktien werden hier aber über das CFD-Konstrukt abgebildet und ich handle die Aktien selber über JFD nicht, aber ich kann dir natürlich hier die Homepage entsprechend ans Herz legen. Wir schauen vielleicht nach dem Video über die Aktien einmal direkt auf die Webseite und finden das gemeinsam raus, was ich davon halte, bei stark gelaufenen Aktien short zu gehen. Da halte ich viel von, aber ich selber vollziehe das eben über die CFDs auf Aktien oder mit Zertifikaten. Und da gibt es ja einige Aktien, die
sehr, sehr stark angestiegen sind, die auch eine Korrektur gebrauchen können, wie zum Beispiel die Tesla. Die schauen wir uns nachher auch gerne noch einmal an. Und man kann ja kostenlos, wie der Chepieus schon sagte, ein Demokonto öffnen und erstmal alles testen. Wie du das machen kannst, das findest du, oder wie du auf JFD kommst, das findest du in meinem Profil bei Twitch. Wenn du einmal nach unten scrollst auf diese ganzen Info-Buttons, dann findest du dann auch einen Link zum Broker JFD. Stell das auch gerne noch einmal ein. Und man kann ja hier, glaube ich, sogar den Chat zuschalten. Das werde ich dann auch demnächst mal machen, mit ganz nach vorne in den Vordergrund stellen. Ha, da sieht man nämlich das, genau. Das ist doch eine schöne Sache, den Chat hier einzubinden. Und ich glaube, wo ist der Chat? Durchsichtig. Hier ist er in grau und den kann ich ja nochmal entsprechend hier nach oben schieben, beziehungsweise die Ränder ändern im Chat. So vielleicht. Vielleicht ein bisschen kleiner machen. Ist er noch zu sehen? Ja, er ist noch zu sehen. Ja, so ungefähr. Oder wir machen ihn so, dass er da passt und dann ein paar Punkte nach oben und hier oben noch ein Stück kleiner. Und dann haken wir ihn wieder ein, den guten alten. Zack, das klingt doch gut. Das sieht doch nicht schlecht aus. Gefällt mir. Wenn es dir auch gefällt, hinterlass gerne auch einen Follow, einen Daumen, was es nicht alles gibt. Und auch das habe ich eingeblendet. Ja, hier auf Subscribe tippen, auf Folgen drücken unter dem Kanal. Und wenn du ein Amazon Prime-Nutzer bist, dann kannst du auch ein Abo hinterlassen. Das kostet dich gar nichts und bringt mir noch ein paar Social Points sozusagen. Okay, genug der Vorrede. Ich habe jetzt mein Bild hier soweit eingerichtet, dass wir mit der Aufzeichnung für die LS Exchange starten können. Und das würde ich auch gleich tun, nach einem kurzen, ich glaube, da muss man ein Bild noch mal machen, noch einmal eine Szene Hintergrund, damit ich hier noch mal ein schwarzes Bild zum Start habe, bevor es losgeht. Genau, und jetzt würde ich die Aufzeichnung starten. Also nicht erschrecken, dass das Ganze so schwarz ist. Bis gleich. Hallöchen zum Nachmittagsvideo der LS Exchange mit neuem Design, mit einem Ticker, der hier wirklich die ganzen Informationen noch einmal auflistet, die es zu sehen gibt. Und wem der Ticker nicht genügt, der ist natürlich eingeladen, weitere Informationen auf dem Kanal der LS Exchange aufzurufen. Und das tun wir auch immer am Nachmittag sehr zuverlässig, unter anderem auf der Website. Und auf die möchten wir jetzt direkt schauen, auf ls-x.de, und da ist auf einen Blick erkennbar, dass der DAX heute leicht im Minus ist. Also das ist ein Bild, was wir sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Der DAX war in den vergangenen Wochen vornehmlich im Plus. Und wenn man sich den DAX jetzt einmal genauer anschaut, was sich heute vollzogen hat, so sieht man, es gab kein neues Rekordhoch. Auch das ist relativ selten, denn in der Vergangenheit hatte der DAX ja immer wieder mit Rekordhochs aufgewartet. Das Rekordhoch liegt weiterhin bei 15.311 Punkten und heute standen wir im Hoch kurz nach Markteröffnung bei 238,240 in dem Bereich und sind jetzt ins Minus hineingetrudelt nach der US-Handelsbilanz, wohlgemerkt. Die können wir uns auch gleich noch einmal anschauen, und schauen möchten wir auch auf die Werte, die es im DAX gibt, die Tops und Flops, und da stehen konservative Werte, zyklische Werte, auf der Gewinnerseite eine Deutsche Wohnen, ganz oben die Henkel, ein Konsumgüterhersteller auf Platz 2. Dann gefolgt von der Heidelberg Zement und der Siemens Energy, die ja gestern zu den Verlierern zählte. Zu den Verlierern zählen die Gewinner der letzten Tage, also die Automobilwerte, allen voran die Volkswagen AG. Und bei den Umsatzspitzenreitern ist auch die Volkswagen AG der größte Wert an der LS Exchange, hier kurz vor Öffnung der Wall Street. Und wir hatten heute Morgen bereits über einen Wert gesprochen aus dem Penny-Stock-Bereich.
88 Energy, wer sich das Video noch einmal anschauen möchte, der ist eingeladen, entweder auf dem YouTube-Kanal der Alice Exchange oder hier rechts unter Media auf der Homepage dies zu tun. 88 Energy jetzt bei 2 Cent, also plus 35%, ein Wert, der quasi in der Exploration tätig ist und der hier gestern ordentlich federn lassen musste. Man sieht das im mittelfristigen Chartbild und natürlich auch im längerfristigen Chartbild, was es hier für Volatilitäten gab. Und auf der rechten Seite tickern quasi die verschiedenen Orders durch. Also da ist immer Bewegung enthalten und das ist auch etwas, was wir hier immer wieder abbilden möchten. Ja, wir möchten auch immer wieder eine Aktie abbilden, eine Aktie des Tages sozusagen. Und da habe ich heute mir die Twitter-Aktie herausgesucht. Die Twitter-Aktie dürfte jedem bekannt sein, nicht nur, weil die Alice Exchange hier einen Twitter-Account hat, den wir uns sehr, sehr gerne hier ganz kurz anschauen. Und zwar heißt dieser Twitter-Account Lang und Schwarz, also quasi wie das Wertpapier Handelshaus. Und auf der Startseite, auch das blenden wir hier direkt einmal ein, was es dort für Inhalte gibt, um hier quasi den Bogen zu spannen zu dem thematischen Inhalt, also Alice Exchange, Get Your Share, und dort gibt es jeden Tag Finanzinformationen, die wir hier streuen, Ostergrüße, alles Mögliche ist hier zu erleben, und die Twitter-Aktie an sich haben wir natürlich auch auf dem Portal abgebildet, heute mit einem leichten Minus, jetzt vorhin war die Aktie noch im Plus, aber auf Jahressicht sieht die Aktie sehr, sehr gut aus, wir haben hier die Performance-Kennzahlen vor Augen, also auf Sicht des laufenden Jahres plus 26%, auf Sicht von einem Jahr rückgerechnet plus 139%. Also das sah insgesamt sehr, sehr gut aus, was hier Twitter an Performance gezeigt hat. Wobei in den letzten Wochen ein wenig Druck in die Aktie kam und das hatte mehrere Gründe. Zum einen natürlich Donald Trump twittert nicht mehr so stark, weil er, seit er kein US-Präsident ist und seit er gebannt wurde auf Twitter, dort nicht mehr zum Zuge kam. Er hat sogar gedroht, dass er quasi eine andere Plattform ins Leben rufen möchte, eine Konkurrenzplattform. Und das hat so ein bisschen bei Twitter für Druck gesorgt. Und zudem gab es dann natürlich entsprechende Kritiker auch in Russland. Und deswegen hat die Aktie vor einer Woche noch einmal stark gelitten. Die Meldung möchte ich auch nicht hier vorenthalten. Und zwar hatte Moskau darum gebeten, dass systemkritische Tweets entfernt werden. Aber die Plattform Twitter hat gesagt, wir lassen die erstmal stehen. Das hatte dazu geführt, vor einigen Tagen zum Anfang des März, dass die Aktie unter Druck geriet. Und es gab auch noch natürlich die Anhörung der CEOs von Alphabet, Twitter und Facebook vor dem Repräsentantenhaus, wo über gewisse, ja, wie soll ich sagen, Meinungsmache ist das falsche Wort, aber Zensur in diese Richtung geht es, was wird zensiert, was wird nicht zensiert. Also da geht es nicht nur um Moskau, da geht es um die US-Wahl, um viele Themen, und da müssen die CEOs sich entsprechend rechtfertigen und dann natürlich auch sagen, wie ihre Strategie für die weitere Zeit sein wird. Das sind so die Themen, die Twitter bewegen und die den Markt bewegen und die Wall Street eröffnet. Gleich heute die aktuelle Indikation etwas leichter beim Dow Jones, also er dürfte unter 33.400 Punkten eröffnen. Der Nasdaq hat ja auch eine Aufholjagd hinter sich und der DAX, wie wir eben gesehen hatten, ist heute leicht im Minus, aber das kann sich alles noch ändern. Und ich wollte noch die entsprechenden Zahlen von vorhin mit hineinreichen, wenn ich sie auf die Schnelle jetzt finde. Nein, so ganz schnell finde ich sie dann doch nicht, dann reiche ich sie gerne nach. Der New Yorker Haushalt 2022, da werden die Online-Sportwetten legalisiert und genau das dürfte nochmal ein anderes Thema sein, vielleicht in Richtung Wochenende. Damit verabschiede ich mich erst einmal mit dem Blick hier auf die Märkte, kurz vor der Wall Street-Eröffnung. Wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein. So, soweit dürfte es aufgezeichnet worden sein und dann würde ich auch wieder meinen Rahmen einziehen. Ist er denn noch da, der Rahmen? Jawohl. Und ist auch noch der Hintergrund hier wegzuklicken und dann sind wir auch schon wieder auf dem Portal, wo ich meine
Trades zeige hier bei TradingView. Ich hoffe, man hat alles gesehen ganz gut. Alles dunkel, komplett. Ich hoffe nicht, Herr Windsor. Das war vielleicht nur eine Momentaufnahme. Vielleicht noch ein kleines Feedback von anderer Seite. Das wäre nicht gut, wenn alles... Der Chip Yeo hat es gefunden mit dem Amazon Prime. Ganz lieben Dank. Schön, dass du den Button geklickt hast und mich hierbei unterstützt. Im DAX passiert momentan wenig bis gar nichts, aber das ist auch nur der Stundenchart. Und das könnten wir auch sehr, sehr gerne hier noch einmal als Analyse veröffentlichen. Wenn ihr Lust drauf habt, würde ich das hier mit einfügen und mit durchlaufen lassen. Und dazu ist auch mein erster Livestream bei TradingView, aber ich glaube, wir können es einmal wagen, kurz nach Eröffnung der Wall Street. Dann schaue ich mal, wie das Ganze hier funktioniert. Veröffentlichen, Video-Idee aufnehmen oder neuen Stream erstellen. Das sieht doch gut aus. Das machen wir hier mal. Wie nennen wir das dann? So, ein DAX in der Konsolidierung. Der DAX findet sich auf hohem Niveau, aber in einer Konsolidierung. Stimmt. Mit den Caps in Trendrichtung ist ein So, Kategorie Analyse, ein Bild wählen. Zum Start gilt es, ein Bild zu wählen. Dann nehme ich mal ein Bild von mir. Was sonst? Und dann probieren wir das Ganze mal. Kurz schwarz, ja genau, da hatte ich glaube ich das Intro eingefügt oder den Stream aufgezeichnet. So, nächstes. Jetzt beginnen, oder? Gleich öffentlich. Wir machen es gleich öffentlich. Streamaufnahmen für immer speichern. Natürlich. Wie gesagt, ich habe das vorher auch noch nie gemacht und einmal ist immer das erste Mal. Stream erstellen. Mal sehen, was man noch einstellen muss. Es gibt sogar einen Live-Chat. Das ist ja cool. So, dann muss man aber einen Monitor wählen. Das ist ja witzig. Das ist ja sehr lustig. Was wähle ich denn da? Dann muss ich ja nochmal ein neues Fenster aufmachen, wo ich quasi analysiere. Wie soll das denn funktionieren? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist eine wirklich gute Frage. Vielleicht muss man dieses Fenster, von dem aus man streamt, in einen anderen Monitor halten und dann das Fenster, was man aufnimmt, in dem Monitor belassen, den sogenannten Zweitmonitor. Das könnte sein. Das macht dann auch Sinn. So, teilen. Ich bin gespannt, ob es schon aufzeichnet. Also zumindest wäre das dann demnächst, steht hier zumindest. Stream beginnen. Jetzt beginne ich. Das Mikrofon ist an, ja.
da ein 3-2-1 gibt, das weiß ich leider nicht. Aber doch, es scheint loszugehen. Mein erster Stream hier auf TradingView. Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Bernstein. Vielleicht kennt mich der ein oder andere von meinem Pseudonym Wernicke 1977. Ich bin auch schon seit einigen Jahren hier auf TradingView aktiv, aber habe wenige Ideen publiziert, da ich vorrangig die Chart-Tools genutzt habe. Und wie ich sie nutze, das möchte ich dir in diversen Streams näher bringen und in Zukunft zeigen. Und da habe ich mir als erstes den DAX herausgesucht. Und beim DAX ist es so, dass man hier in letzter Zeit mehrere Gaps gesehen hat. Also sogenannte Kurslücken, die entstehen, wenn der Schlusskurs eines vorangegangenen Tages zum Eröffnungskurs des Folgetages eine Lücke aufweist, eine Handelslücke, weil eben in dieser Zeit nichts passiert ist. Im Nachthandel, zum Beispiel beim Xetra-Markt, kann auch nichts passieren, denn die Handelszeiten sind beim Xetra-Markt beschränkt auf 9 Uhr bis 17.30 Uhr, danach eine kleine Schlussauktion, die dann noch mit eingefügt wird und das war es grob gesagt. Früher gab es den DAX Future, der um 8 Uhr begann, 22 Uhr endete. Den DAX Future gibt es auch heute noch, klar, aber er handelt mittlerweile fast rund um die Uhr, sodass es auch Nachtkurse gibt. Wer sich den DAX Future anschaut, kann auch in der Nacht handeln, mit CFDs sowieso, aber die Grundlage für diese Analyse soll der Xetra DAX sein, da das große Kapital, die mittelfristigen Trader hier eher auf solche Zeiteinheiten schauen und natürlich Marktvolumen brauchen, um ihre Trades abzusetzen in den einzelnen Aktien und auch im Index selbst. Deswegen der DAX als Basis, eine kleine Erläuterung, keine Sorge, das werde ich nicht vor jedem Stream erzählen. Das ist eigentlich dann auch so eine Art Basiswissen, was man, wenn man länger tradet, natürlich schon inhaliert hat, schon in sich aufgesaugt hat und dann kommen wir gleich in die Analyse hinein. Man hat nach den Gaps immer wieder das Verhalten des Marktes gesehen, hier im Stundenchart sehr, sehr deutlich, dass er nach einer starken Eröffnung mit einem neuen Rekordhoch oder mit einem neuen Verlaufshoch zumindest die Konsolidierung bis zur Eröffnung oder ein Stück weit diese Kurslücke verringert hat und dann weiter nach oben zog. In diesem Bereich ebenso zu sehen, Ende März eine Konsolidierung, dann zog der Markt wieder weiter nach oben, wieder eine Konsolidierung. Hier noch übrigens ein ganz kleines Gap, das habe ich aber nicht mit eingezeichnet. Wenn man das einzeichnen würde, wären es sogar 4 an der Zahl und nicht nur diese 3 sichtbaren. Aber ich möchte niemanden verwirren mit zu viel eingezeichneten Dingen im Chart. Ich halte es eher clean. Nach Ostern genau dasselbe Bild, was sich hier dargeboten hat, und zwar am Dienstag. Montag war Handelspause im DAX, Ostermontag. Die Wall Street hatte geöffnet, deswegen gab es Implikationen für die Kurse. Neue Rekorde an der Wall Street hießen letzten Endes auch neue Rekorde im DAX. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten etwas Nachklang gefunden. Die kamen am Freitag, waren besser als erwartet. Deswegen der DAX gestern bis auf 15.311 Punkte, das Allzeithoch. Von diesem Niveau hat sich der Markt jetzt mittlerweile ganz schön entfernt. Also natürlich im übergeordneten Aufwärtstrend immer noch, wie man an der grünen Linie sieht. Aber dennoch, es gab einmal ein Eintauchen in den Bereich des Gaps, der Kurslücke, und das würde charttechnisch bedeuten, dass wir in dieser Kurslücke durchaus auch wieder bis an den unteren Rand laufen können, bis zur 15.110 in etwa. Und wenn wir bis hier runtergelaufen sind, dann bietet sich, wenn es noch innerhalb dieses Aufwärtstrends geschieht, eine sehr, sehr gute Long-Szenario, Long-Variante, ein Long-Setup, wie auch immer man das nennen möchte, was ich dann vermutlich auch traden würde, denn ich bin Daytrader seit mehr als 20 Jahren. Also wenn es innerhalb dieser Box auf diesen Aufwärtstrend fällt, dann gehen wir nicht in den Abwärtstrend über, so wollte ich es ausdrücken, aber wenn diese Linie gebrochen wird nach einem Gap Close, dann ist das ein bärisches Signal und dann wären die nächsten Ziele bei diesem kleinen Gap zu suchen, bei der 15.020 ungefähr, 15.000 als runde Marke vielleicht auch noch einmal berühren. Wenn diese Region nicht hält, dann sind dann die nächsten Ziele erst bei 14.880 respektive 14.820 zu suchen. Ich suche meine Trades auf den kleineren Zeiteinheiten, also dann auf dem 5-Minuten-Chart. Auch das kann man hier wunderbar sehen und in diesen kleineren Zeiteinheiten können sich dann Trends bilden, die man intraday hier handeln kann. Und hier unten sieht man aus dem Stundenchart noch den Aufwärtstrend, aber man hat natürlich hier die Möglichkeit, auch kleinere Trends einzuzeichnen, wenn ich das Rekordhoch nehme und über die letzten
Verlaufshochs lege. So haben wir hier zum Beispiel diesen einen Abwärtstrend, der nun aktuell genau an der Gap-Kante die obere Berührungsauflagefläche hat. Und wenn der Markt nochmal zurückkommt an diese Abwärtstrendlinie, an diese obere Gap-Kante und hier nicht dynamisch durchsticht, sozusagen, ja, dann ist das Gap-Szenario weiter intakt für mich. Also, dass wir hier noch einmal tiefere Kurse sehen und dieses Gap schließen. Ja, das wären meine ersten Gedanken hier bei meinem ersten Stream auf TradingView. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen gebt, ein Follow da lässt, was auch immer es hier gibt. Mir macht es viel Spaß und die Diskussion ist natürlich auch immer willkommen. In diesem Sinne beende ich den Stream jetzt erstmal, winke euch zu und freue mich auf den weiteren Austausch. So, wehgetan hat das Ganze nicht, aber es war interessant, denke ich. Ich hoffe, dass es gut durchgelaufen ist bei TradingView. Auch die Erfahrung wollte ich einmal machen und die wollte ich jetzt nicht im stillen Kämmerchen machen. Ich schalte mal wieder um auf den Stundenchart des DAX. Hier sehen wir noch die ganz große Widerstandszone von damals, muss man sagen. Ist ja schon ein bisschen her und jetzt das kurzfristige Chartbild. Und ich glaube, dass der DAX hier durchaus heute noch mal ein bisschen Bewegung zeigen kann. Viel Zeit ist nicht mehr, wenn wir jetzt die Wall Street-Eröffnung anschauen, 15.42 Uhr, heißt das, dass heute auch keine Wirtschaftszahlen mehr kommen während der DAX-Handelszeit. Also die nächste spannende Zeit ist dann 20 Uhr, FOMC-Protokoll, das Notenbank-Protokoll der US-Notenbank FED. Und der Dow Jones ist schon losgetickert. Ich schalte ihn gleich hier ein, ja, mit einem leichten Plus. Hier haben wir auch den Stundenchart. Hier haben wir ebenfalls ein Gap. Auch das kann ich hier gerne noch mit einzeichnen, damit wir auch vor diesem Hintergrund hier umfassend informiert sind und wissen, wenn der Dow Jones dann durchaus mal Schwäche zeigt, wo geht die Reise hin. Also zur Eröffnung hier einmal fast auf das Gen-Gap-Bereich aufgesetzt. Jetzt wieder nach oben ein bisschen stärker. Mal schauen, wie das Ganze sich hier fortsetzt und was man hier noch erleben kann. Den Nasdaq schauen wir uns auch gerne nochmal an. Der Nasdaq etwas leichter, hat sich ja sehr gut über diese Abwärtstrendlinie nach oben gearbeitet. Das Allzeithoch hat er noch nicht geschafft, da ist aber auch nicht mehr viel Platz. Und ich hatte mir hier ebenfalls ein paar Gaps eingezeichnet. Also Wahnsinn, was in letzter Zeit an der Gap-Basis so los war. Das mache ich jetzt nochmal in eine andere Farbe. Das übertrage ich nochmal in eine andere Farbe, sodass auch die Gaps hier immer dieselbe Farbe haben und nicht zu Verwirrungen führen. Bin ich überhaupt noch im Bild zu sehen? Jetzt hatte ich den Stream-Manager gar nicht. Doch, ich bin zu sehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das war von meiner Seite her einmal der Rundumblick auf die Märkte. Bei der Nasdaq würde es mich nicht wundern, wenn wir zum Gap nochmal runterlaufen. Das sind aber immerhin 130, 140 Punkte. Und auf der Oberseite ist eben dieses Allzeithoch hier ein Stück weit anziehend, magnetisch fast schon. Das wollte ich sagen, genau. Ja, insofern erst einmal vielen Dank wieder, dass du dabei warst. Ich hoffe, das schleift sich hier so ein bisschen ein, die ganzen Knöpfe, die ich drücken muss. Das ist gar nicht so einfach, aber ich nehme die Herausforderung an und werde dann in Zukunft hier von berichten mit diesem Rahmen und meinem Gesicht und meinem Titel. Fit vor Finanzen. Hinterlass gerne ein Follow, wie gesagt, wenn dir das Ganze Freude bereitet hat. Und wir sehen uns morgen früh wieder, dann vielleicht auch zu einer längeren Session. Mal schauen, ich bin ja jetzt am Trading-Rechner hier eingerichtet. Dann kann ich den Screen auch länger anlassen. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.